Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Pionier Daniel. Ich will heute mit euch in den Baumarkt gehen und da schauen wir uns mal an, was es alles für Sachen gibt, die wir zum Goldsuchen brauchen können und wie man daraus eine möglichst günstige Goldwaschrinne bauen könnte. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib dran. Ja, wer sowas mal nachbauen möchte, das ist eigentlich relativ einfach zu machen. Das ist hier ein 20-30-20 Aluprofil. Da steht auch dabei, Achtung scharfkantig, also ein bisschen aufpassen drauf. 1 Meter lang, also ist abgeschnitten worden, kann man mit einer ganz normalen Haushaltsschere abschneiden. Ist jetzt nicht unfassbar stabil, reicht aber für so eine kleine Goldwaschanlage hier völlig aus. Ja, einfach mit der Schere zurechtschneiden und dann. Das hier sind so kleine Silikonspüleinlagen, die gibt es bei Lidl oder im Sonderpostenbaumarkt manchmal für 1 Euro so eine Platte und die kann man sich dann zurechtschneiden. Das hier ist auch so eine ganz einfache Unterlage, gibt es im Baumarkt manchmal im Bereich der Teppichabteilung, kann man sich sowas hier kaufen und da kann man dann sich ein kleines Stück abschneiden lassen oder ein Abfallstück nehmen und das dann hier passend für die Waschrinne zuschneiden. Kann man sich übrigens mit so einer kleinen Büroklammer, kann man sich das hier oben reinklammern, dass es da hält. Das geht auch. Oder ein Wäschezwicker geht genauso. Wäschezwicker vorne, Wäschezwicker hinten, reicht völlig aus. Ja, hier oben der Schlauch ist dann auf so einem kleinen Messingröhrchen draufgesteckt. Das Messingröhrchen wird gebohrt, wird durchgesteckt. Und das hier ist halt eine einfache Holzkonstruktion, die mit ein bisschen Schrauben hier zusammengeschraubt worden ist. Gut, da unten gibt es noch so einen kleinen Trick. Da kann man sich so ein kleines gebogenes Stückchen von dieser Feinriefenmatte drunter stecken. Das ist sozusagen ein kleiner Spritzschutz. Da wird praktisch die Goldwaschrinne hier unten drunter gesteckt. Unsere Matte eingeführt. So, und jetzt können wir es eigentlich schon einschalten. Läuft! Perfekt. So soll es sein. Man kann es natürlich auch einkleben, wenn man möchte, aber man muss es jetzt nicht unbedingt. Ja, und vom Waschen her sieht das Ganze dann so aus. Ihr nehmt also euren Dirt ganz normal. So einen kleinen Löffel, dann könnt ihr den hier oben einlegen. Und die Anlage wäscht es dann schön durch. Ihr könnt es übrigens auch hier unten durch diese kleine Stellschraube, die hier unten dran ist, noch ein bisschen feinjustieren, also so ein bisschen die Höhe und
das Gefälle passend einstellen. Das macht man in der Regel einmal. Ja, wenn es dann ausgewaschen ist, könnt ihr praktisch hier eure Matten rausnehmen. Und dann seht ihr hier oben auf den Matten drauf euer gefangenes Material. Normalerweise dann der Black Sand oder das Gold. Könnt ihr dann einzeln rausmachen und einzeln in eure Pfanne auswaschen, die Teile. Auch hier ausziehen. Dann zieht man hier oben drauf schön. Wie der Sand hier drin hängen geblieben ist, und den kann man dann schön in seiner Goldwaschpfanne einzeln auswaschen.